So, da sind wir wieder bei Heavy Rain. Und es geht weiter. Und wenn mich der Verdett nicht irrt, dann unser anderer Sohn wirklich gestorben. Hallo. Keine Ahnung, was. Dann fahren wir halt los. Sohn abgeholt und bringen ihn jetzt. Leider waren wir ein bisschen zu spät da, was dem Herrn nicht so gefällt. Also unserem. Aber mal sehen. Vielleicht ist er so lieb und verzeiht uns diese Tat. Musik ist wirklich wunderschön. Der Regen klingt echt toll. Ich habe den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Bitte, Dad. Du stehst vor dem Fernseher. Oh, sorry. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen fernsehen. Wir machen sie später, okay? In Ordnung. Ich komme dann später nochmal. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Zeit, einen Happen zu essen. Vielleicht hat Sean Hunger. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Bitte, Dad. Du versperrst mir die Sicht. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Ich schaue konzentriert auf die Uhr. So. Küche. Also 18 Uhr Hausaufgaben, 19 Uhr Abend ist 20 Uhr schon. Thank you.
Hier schon. Was zu essen. Danke, Dad. Einfach mal mit dem jungen Fernseher schauen. Einfach abschalten. Und es genießen und zusammen eine Serie gucken, die Voodoo heißt. So, Junge, ich schau mal, wie viel Uhr es ist, ne? Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Oh, Junge, es wird gleich Zeit für die Hausaufgaben, ne? Setze ich mich nochmal kurz hier hin. Gesundheit. Sean niest. Er bekommt wahrscheinlich eine Erkältung. Du entkommst den Hausaufgaben. Oh ja. Ich schau dir zu, du. Keine Dummheiten. Sean niest. Er bekommt wahrscheinlich eine Erkältung. Okay, Zeit für die Hausaufgaben. Zeit für die Hausaufgaben. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich weiß auf die Medizin. Da drin. Ich weiß nicht, was uns das verschiedene Sachen hier bringen in dem Spiel, ob das einfach nur eingebaut wurde, damit du irgendwas Tolles hast, währenddem der Sohn drinnen die Aufgaben soll machen und du ihm helfen sollst und du hier draußen Basketball spielst. Ich weiß nicht, ob das der Sinn. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Wie viel Uhr haben wir? Gleich gibt's Abendessen, Junge. Ich geh zuerst nur mal schauen. Ich weiß ja nicht, wo ich danach.
Origami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass ich zu langsam lese. Hier wollte ich nicht hin, ich wollte nach der Medizin suchen, aber wo? Was ist denn das? Ein Brief für mich. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Okay. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Pizza oder Hühnchen? Ich würde sagen, er kriegt das Hühnchen. Ist besser für das Kind. Zwar beides Mikrowellenfraß, so viel wie ich das mitbekommen habe, also beides nicht wirklich so toll. Scheiße, er müsste schon lange ins Bett gleich. Der Tag hat zu wenig Stunden. Ich glaube, im Badezimmerschrank sind Medikamente. Mit Liebe zubereitet. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Mache ich mich mal auf die Suche nach Medikamenten im Badezimmerschrank. Hallo? Ich verstehe es manchmal nicht mehr, wie rüber machen kann ich es ja doch. Ah gut, so, wir haben die Medikamente auch, er hat sein Essen bekommen und er kann gleich ins Bett. Hallo? Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben?
In Ordnung, das Bett kann noch ein bisschen warten. Hm? Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Der hat einfach hier... Ich habe mich dauernd gefragt, was das ist da im Sofa. Der Drecksjunge hat guckt, der hat einfach den Riegel da aufs Sofa gelegt. Schaut euch das an. Kann ich nochmal die Zeitung lesen? Ich lebe wohl nicht mehr mit meiner Frau zusammen oder wir haben sehr viel Geld verloren, etwas von beiden. Solche traurigen Sachen. Gute Nacht, John. Mein Teddy! Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du diesen scheiß Bauchrenner? Nein, Dad. Bitte, ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung, ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Scheiß Bauchredner. Das tut mir leid, Sean. Es ist jetzt Zeit zu schlafen. Oh nein, Dad! Bitte, ich brauche meinen Teddy. In Ordnung, ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Bauchredner, noch immer. Oh toll, ich habe die Benachrichtigung nicht ausgemacht. Da ist Northstation gerade online gekommen. Hallo Northstation, du bist gerade live. Was war hier? War hier das Bad? Nein. Obwohl, komm, ich schau mal kurz. Ey, ich hör auf rumzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Du hast vergessen. Du suchst einen Teddy, du hast es komplett vergessen.
alles schön und gut, dass auf dem Buch da drin stand Heavy Rain. Sean will seinen Teddy. Er muss ihn irgendwo hier gelassen haben. Ich habe ihn, mein Junge. Ich bringe ihn dir. Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Weil du ein Bauchredner bist. Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Rednerkind. Das war nicht leise zu. Erinnerungen. Drücken Sie die Touchpad-Taste, um den Steuerungsbildschirm zu gelangen. Trophäe erhalten. Happy Birthday. Dienstag. 6 Uhr. 6,91 mm. Lauter Trophäen erhalten. So. Ja. Das ist mit uns passiert, dass wir da standen. Das sehen wir in der nächsten Folge von Heavy Rain, weil es ist leider schon wieder Zeit, dass es vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!